Es geht, Leute, mein Name ist Andrew Fox und es wird wieder Zeit für Fallout 4 in VR. Das letzte Mal war es nicht so spannend, aber ich habe ein bisschen recherchiert und ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Das werden wir näher besuchen und erkunden und erfahren, wie es weitergeht. Nach dem Intro ist los. Bis gleich. So, wir machen weiter. Und wie gesagt, gehen wir wieder zur Vault zurück, denn ich denke, ich habe etwas verpeilt, würde ich mal so sagen. Verpeilt im Sinne von, dass ich etwas nicht genau durchsucht habe, um das Event zu triggern. Gut, wie soll man da auch drauf von alleine kommen? Hätte man vielleicht von alleine drauf kommen können, wenn man zufällig vielleicht auf diese Armaturen rumgedaddelt, geklickt hätte, würde ich jetzt mal sagen. Wir skippen einfach mal vor und dann werdet ihr sehen, was ich meine. Bis gleich. Diesmal war ein Haufen voller Gegner, auch ein Bossfight, aber das habe ich geskippt. Es war easy going, würde ich jetzt mal sagen. Die Peinlichkeit, wie ich mich angestellt habe, habe ich jetzt einfach mal geskippt. Aber das Interessante ist jetzt, was jetzt folgt. Also wir gehen nochmal rein. Wie gesagt, ich glaube, der Fehler war, es würde mich auch nicht wundern, wenn es jetzt funktionieren würde, weil ich glaube, ein Neustart des Spieles hat die Probleme behoben. Der NPC ist auch nicht mehr draußen. Und zwar müssen wir hier rein. Nicht hier, ich meine, hier rein. Und hier ist ein Knopf. Hier! Cryogenic Terminal. Okay. Occupied. Ja, das sind die... Das sind... Das Saving. Saving ist keine so schlechte Idee. Hey. Nein. Und zwar haben wir hier drin... Jetzt ist sie da drin. Okay, das war also ein Bug. Das war ein verfluchter Bug. Der hätte gar nicht rausgehen sollen. Also, das heißt, im Sinne von, ihr habt mich doch nicht verarscht, geht diese Quest scheinbar jetzt los. Okay. Puh, okay. Begin Release Procedure. Okay, los geht's. What's going on? Where is everyone? Wait, I don't recognize you. How did you get in here? Fragen wir erstmal, wer sie sind. Who are you? General Russell Ward, the United States Armed Forces, Commonwealth of Massachusetts Division. Now, how about you answer my question? Ja gut, hat er recht. Okay. Puh, sollen wir ehrlich sein? Ja, ich glaube schon. Ehrlich, mit Ehrlichkeit kommt man am weitesten. I'm from Vault 111. This area is inaccessible from the civilian wing. You must have come from outside. What's it like? Und wer bist du? Dr. Ellen Kane, gehen wir alle durch, oder? Division of the United States, or I suppose the former United States. Okay. Also draußen ist die Hölle los. Oh, it's a disaster. Hard to believe anyone has survived. It's as I feared. We don't have time for this right now. I need to get to my terminal and find out what's going on. It's just down the hall. Follow General Ward to his office. Okay, jetzt wird Serious Talk betrieben. Die Waffe können wir mal wegpacken. Ich glaube nicht, dass irgendwas jetzt passieren wird. Also, wir wollen jetzt mal hier nicht mit geladener Waffe hier rumfuchteln. Ein bisschen respektlos dem General gegenüber. Wir wollen ja keine
keine falsche Scheu äußern, aber auch nicht bedrohlich wirken. It's been over 200 years. My God. 200 years. Na, ist richtig. Das ist richtig. Are there any updates from command? Anything at all? Nothing since the bombs dropped. The lines must have been destroyed. Everyone remember their orders prior to entering the pods? Yes, sir. Good. Nein. Now, maybe our fellow vault dweller can help us. Doctor, if you would. We had a contingency plan should communications to the vault fail. There's a radio facility not far from here. Assuming it's still functional, we can use it to contact command. You don't know us, but we're America's best hope right now. You've got experience out there, and we'll need your help. Okay. Oh, fuck. Why should I help you? It's got to be a ravaged wasteland out there. We'll fix it. With or without you. And you don't want us as your enemy. What do you mean by that? We're the remnants of America's government and military. Assuming others have followed protocol, there's more of us out there. If we can regroup, we can work together to restore this country. Okay, ich helfe dir, aber nur weil du so eine coole Hose hast. Sieht fancy aus. I'll help if I can. Good. Sergeant Peterson here will assist you. Get to the facility and try to reroute its connection to the vault. We'll do the rest here. Okay. You sure you want to travel with me? Orders are orders. It'll also be good to see what we're dealing with firsthand. Nein, ich möchte dich nicht dabei haben. Shouldn't make the general wait too long. Ich mach das alleine. Boah, kein fucking private noob. Mal gucken. Was würde Claire zu ihm sagen? Puh. Wie machen wir das nochmal? Wie geht Claire nochmal? Give me a Claire Score Tutorial. Here is a short tutorial for the Claire Score. I need following variables. Behavior, gender, race, state, and faction. For example, a friendly, male, synth, enemy, from the railroad. Okay. Give me a clear score. Waiting for variables. No. Abort. Affirmative. Nee, nicht clear score. Give me an analysis. What should I analyze? Okay, mal überlegen. Lawful, male, human, factionless. Nein. Lawful, male, human. Nein, nochmal. Oh, ist das ganz kompliziert. Ich hab's auch kompliziert programmiert. Und unter anderem. Lawful, male, human, ally, factionless. Calculating. According to my analysis, this being has an 81% trustful status. Given variables gives him a moderate sympathy score. I like him. He seems to be sympathetic. Okay. Claire sagt also, man kann ihm trauen. Das ist schon mal was wert. Aber was sagt er zu ihr? Und dann gehen wir weiter. Give me an analysis. Ready for variables. Intelligent female human ally factionless. Calculating. According to my analysis, an 87% reliable status is be given. Given variables gives her a moderate sympathy score. I like her. She seems to be sympathetic. Okay. Also, zusammengefasst, Claire mag die beiden und gibt mir empfiehlt mir, ihnen zu vertrauen. Okay, machen wir. Machen wir. Mal gucken. Calling home. Show on map. Ja, erstmal müssen wir hier wahrscheinlich raus. Machen wir. Wenn wir... Ja, genau, hier entlang.
Bin mal gespannt, was die Quest so auf freier, auf ein Kerbholz hat. Aber theoretisch, sollen wir den Noob mitnehmen? Ach komm, der ist 200 Jahre im Kälteschlaf gewesen und denkt sich so, oh geil, endlich Abenteuer. Und dann bin ich Idiot, der dann sagt, nö, so einen Noob wie dich nehme ich nicht mit. Komm, das machen wir nicht. Ready whenever you are. Jupp. Let's go. Here goes nothing. I just need to rearm first. Okay, er muss erstmal seine Waffen holen. Das ist schon mal sehr loblich. Ein aufstrebender Soldat, der seine Waffen selber holt und nicht drum bittet. Bitte, okay, bitte, gib mir Ausrüstung. Was hast du denn da? Zeig mal. Wow, was sind das für ein Dingens? Ach so. Sergeant. Energiewaffe. Hi. How are things going? I could really do with a coffee. Okay. Anything I can do to help out? Just keep doing what the general says. Everything here is under control. What do you do here? Well, I was supposed to be working with the Vault-Tec security team in the vault. Clearly that won't be happening. Okay. I gotta go. See you around. So, dann wollen wir mal, oder? Auf ins Abenteuer. Kommen Sie, kommen Sie. Wir haben nicht ewig Zeit. Falscher Weg. Kommt er auch? Ja, er kommt. Okay. Also, wir haben jetzt ein Private an unserer Seite. Gucken, ob der auch einigermaßen was aushält. Bin ja mal ein bisschen chaotisch unterwegs. Oh. Geht echt auf. Es geht echt auf. Gus, es geht auf. Komm. Hey. Gus. Over her. Here. Und du? Was ist mit... Und mit dir? Wo ist? Ja, komm jetzt. Mensch. Komm, Private. Hallo. Falsche Richtung. Hallo? Na gut. Ja, komm, komm. Ich weiß, du bist aufgeregt. 200 Jahre im Kälteschlaf. Da geht's schon mal ab. Ghost, hierhin. Ja, gut. So, jetzt komm, du auch noch. Du kommst nach. Okay, hab schon verstanden. Mein Gott, ey. Ach so, ja, jetzt sind wir hier. Boah, Spannung. So ein Dreck, ey. Oh Gott, und jetzt pisst es auch noch. Und es ist dunkel. Obwohl, im Dunkeln, das könnte schon nice sein. Oder? Was sagt ihr? Mal gucken, wo wir hin müssen. Travel to the radio facility. Hinter uns. Okay. Oh, ich will trotzdem tagsüber eigentlich, aber... Was soll der Geiz? Dann machen wir das halt. Im Regen. Wenn wir... Das irgendwie hinbekommen. Wir safen auf jeden Fall mal kurz. Denn irgendwie kriegen das meine Begleiter nicht gebacken, mir hinterher zu folgen. Die sind halt nicht so bewandert im Klettern. Oh Mann, ich seh's kommen. Irgendwas wird mich jetzt von der Seite anspringen. Das darf ich aber nicht zulassen. Mal kurz gucken, ob wir auch... Ja... Ja, ich wollte schon immer mal im Dunkeln rumlaufen. In Fallout 4. Wir laufen ja immer nur tagsüber. Und dann passiert ja eigentlich nicht viel. Aber so im Dunkeln mal, vor allem wenn es noch regnet. Sieht schon nice aus. Oh, hat da was rot geleuchtet? Ne, das ist nur Lagerfeuer. Okay. Nichts.
Und jemand kampiert. Wir könnten hier theoretisch warten. Ghost ist da. Private. Nicht aufzufinden. Oh Gott. Mach das nie wieder. Was dock me for an enemy? Wo? Komm, fass. Was haben wir denn da? Rider, okay. Sehe jedoch nicht mehr. Versuchen wir mal im Schleichen ranzugehen. Ich weiß, ihr seht jetzt wahrscheinlich nicht viel. Du könntest übrigens auch schleichen, Private. Das hast du bestimmt in deiner Grundausbildung auch gelernt. Depp, ey. Ja, da hinten sieht man das Licht von Diamond City. Ziemlich dunkel, ich weiß. Aber das macht schon was her. Nummer 1 haben wir. Bin an die Wand. Gut, dass die auch Lichter haben. Wo ist Ghost? Versuchen in die Deckung zu gehen. Ich sehe nämlich nichts. I can't see shit. Nummer 2. In your ass. Was? Okay, das ging schnell. Ah, Hunde! Von wo kommen die Hunde her? Da waren vorhin keine Hunde. So, aber diesmal müssen wir das auf die Reihe bekommen. Ist jetzt blind feuern? Weil ich die Position nicht richtig sehen kann. Ist das eine Powerrüstung, was er hat? Sieht mir nach einer Powerrüstung an. Fuck. Das ist eine. Ja, ist ja kein Wunder, dass ich gestorben bin. Oh, fuck. Oh, scheiße! Meine Güte! Okay, wir brauchen einen Taktikwechsel. Private, mach einfach das, was du die ganze Zeit machst. Wir müssen natürlich... Mein Gott. Meine Güte. Oh boy, oh boy, oh boy. Mal auf unsere Luxuswaffe zurückgreifen. In diesem, also was erwarte ich auch? Energiewaffe, die so wenig Schaden macht. Mein Gott, heute nutze ich dieses Wort viel zu sehr. Okay. Caution. Das ist so eine mini kleine Base. Wir warten, wir nutzen und die Umgebung. Vielleicht auch High Ground. Gucken, ob wir irgendwas sehen. Ja, ich sehe was. Ich sehe was, aber nicht viel. Vielleicht können wir die einzeln ausschalten. Da läuft einer raus. Ah!
So. Keine Ahnung, ob ich... Oh, fuck. Yes, den haben wir. Mich hat's auch halber erwischt. Das war knapp. Na, kurz in Deckung. Gut, Ghost. Gut gemacht. Muss nachladen. Wird er nicht verrecken? Radar zeigt nichts mehr an. Ich glaube, das haben wir gemeistert. Private, lebst du noch? Nö, yeah. Der lächelt wie ein Zuckerwattenhühnchen. Hardened Sniper Rifle. Nehmen wir mal mit. Metal Power. Alles, was das Herz begehrt. Mal kurz. Metal Chest. Aber keine Energiezelle irgendwie. Gut, die Leichen werden wir jetzt wohl kaum hier im Dunkeln finden. Das war vorhin einfacher, als die noch blau geleuchtet haben durch die Energiewaffe. Aber wir laufen jetzt einfach mal hier grob rum. Die Waffe ist halt einfach Deluxe. Einfach mega. Aber leider haben wir nicht viel. Oh fuck. Jetzt wiege ich auch noch so viel. Mal wieder ausmisten hier. Ich wollte mir kurz mal die Sniper Rifle anschauen. Wow, hello! Okay. Eine richtig schöne Sniper Rifle. Das wird noch lustig. Die kann weg. Das wiegt ja alles viel zu viel. Ihr habt auch keine Ahnung, warum ich das genommen habe. Spider Left Arm. Left Arm. Haben wir kein... Doch, linker Arm. Hammer. Das heißt, das kann auch weg. So, Platz gemacht. Zwischenspeichern immer. Radio Facility. Kommt ihr? Ja, Ghost? Ghost, bei Fuß. Danke. Dann gehen wir rein hier in die Lucy. Zeitmäßig haben wir noch ein bisschen. Oh, das sind Hebels, die aber keine Funktion haben. Hebels ohne Funktion sind meiner Meinung nach Nonsens. Aber da bin ich wohl der alleinigen Meinung. Immerhin gibt's Munition. Oh, wir müssen dringend Munition craften. Hello! Standard episch! Wag. Okay. Increase damage after each consecutive hit on the same target. Oh, geil. Ja. Das ist schön. Die können, ich weiß nicht, ob das eine reine Nahkampf-Dingens ist. Ah, ist alles Müll. Aber dafür hier eine Fusion nehmen wir auch mit. Irgendwie so Hightech-Kram. Ich weiß, da ist noch Munition. Munition, was ist das? Müll. Auch Müll hat da seine Daseinsberechtigung in Fallout 4. Oh Gott! Mann, Private! Peterson! Sergeant meine ich! Okay, wir haben ein Terminal. Backer Relay Facility, no link current active. Establish link to. Here, link to. Ist das CIT? Na egal. Facility Defenses. Aha. Okay.
Nochmal Connection. Mamas? You hear that? Sounds like they're planning a counterattack. Get ready. Maybe that terminal has something that can help us. Was passiert? Oh, ich mach mal die Fenster zu. Close Shutter. Okay. Oh, fuck. Und wo kommt das denn? Und wir machen Seal Door und Enable Turrets. Fuck. Warum ist jetzt das Fenster auf? Close Door. Enable. Button jetzt. Ich hab keine. Wow, hört ihr das? Oh yeah, fucking MG. Was? Oh, fuck, sind das viele. Das sind fucking viele. Können wir doch bitte mal die Fenster zumachen? Dafür sind die Fenster da. Dass man sie zumacht. Und man kann die Tür schließen. Wir schließen die Tür. Seal Door. Wie? Geht nicht. Eins von beiden geht nur. Fuck, Sergeant ist. Okay. Wir können uns wahrscheinlich nur. Ach, only one protocol can be run at a time. Okay. Ja, blöd. Ja, nehmen wir Turrent. Was für eine Frage, das Thema, nehmen wir Turrent. Fucking Turrent, ey. Private ist auch wieder im Game. Wo ist die Mitte des Raumes? Fuck, wo ist die Mitte des Raumes? Hier ist die Mitte des Raumes. Oh, da geht's ab. Ich meine, es sind echt viele. Ich meine, oh fuck. Die könnte ich natürlich auch einzeln, aber gerade der. Gerade der hätte es mir. Fuck. Keine Steam Packs mehr! Quick Save. Okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen bedeckt halten. Also, wie gesagt, man hätte die auch einzeln töten können. Wegen den Punkten meine ich jetzt. Aber. Wow. Aber. Das ist mir. Oh, fuck. Ich muss hier echt in Deckung. Wo ist eigentlich Ghost? Scheiße! Wie lange geht denn das noch? Können wir ein bisschen Hilfe gebrauchen? Quick Save. Ich muss mich leider jetzt wie ein Feigling hier verstecken. Ich habe keine Steampacks mehr. Shit. Seal Door. Okay. Door is sealed. Muss hier irgendwie in Deckung gehen. Ich habe echt nicht viel. Ja, ich auch. Mal gucken, dass ich irgendwie aus der Deckung. Oh, Scheiße. Wir darf bloß nicht schießen. Ich hätte das mit Minen auslegen sollen. Gehen wir mal auf. Vielleicht kann ich durch die Wand schießen. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Super. Können wir da nicht einfach friedlich darüber reden? Scheiße, jetzt komme ich da nicht mehr raus. Hier so drauf. So.
Geht weg, das ist mein Grundstück. Das hab ich gepachtet. Ich würde ja gerne Granaten werfen, aber ich kann keine Granaten werfen. Hört sich plausibel an, oder? Schlimm, wenn man keine Granaten werfen kann. Oh Mann, der arme Ghost. Bin ich sicher, ob ich durch die Wand treffe? Ich glaube nicht. Oh, scheiße. Geht weg, habe ich gesagt. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, ich glaube, das Level ist ein bisschen zu hoch für mich. Aber wir machen das trotzdem. Los, nicht schießen. Alter, das gibt's doch nicht. Die schießen zum Glück nicht. Das ist meine einzige Möglichkeit, hier durch dieses scheiß kleine Loch da durchzuschießen. Oh Mann. Mal gucken. Haben wir noch irgendetwas, was Energie bringt? Recovery Bubblegum. HP plus 10. Okay. Mal ein paar Buff. Aber wir müssen uns leider ein bisschen mit Drogen vollpumpen. Oh, Purified Water Hammer. Jawohl. Schicke Bombs haben wir. Ja, passt. Ein bisschen Energie hier. Du Drecksack, du. Mein fucking Grundstück. Das krieg ich hin. Komm schon. Ja, ich auch. Ich kann nicht durch die fucking Tür schießen. Quick save. Okay, wir versuchen es mal. Ob ich Granaten werfen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Fragment Grenade. Ray, meine Ahnung. Mein Fragment Grenade. So könnte es funktionieren. Jawohl! Scheiße! Ist jetzt ein langer Act, ich weiß, aber es sind fucking viele. Guckt euch mal dieses Radar an. Wie soll ich das schaffen? Ich muss die Strohhalme nutzen, die ich bekomme. Vor allem diesen Mega-Dude da. Oh, das war knapp. Scheiße. Wir könnten es doch mal versuchen mit der Granate. Wow, wow, wow. Du. Ach, come on, ey. Immer an der Stelle. Ich brauche erstmal Energie. Das ist ja meine Güte, ey. Also so sollte man eigentlich nicht spielen. Oh, Mann. Ein paar Blutpacks. Nehmen noch haufenweise Süßigkeiten zu uns. Quick save. Okay. Nee, Licht brauche ich. Ja.
Schön in den Rücken schießen. Fuck. Genau in dem Moment muss er natürlich nachladen. Sehr gut. Sehr gut, Sergeant. Naja, das schaffst du. Wir haben es bald geschafft. Vielleicht haben wir es. Quick save. Oh Gott, freue ich mich auf den Loot. Haben wir es bald? Nur noch einer. Mach die fucking Tür auf. Jetzt gehen wir da raus. Geschafft? Geschafft, oder? Geschafft. Alter. Oh, freue ich mich schon, wenn Tag ist und wir den ganzen Scheiß hier looten dürfen. Mega. Ja. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Müsst ihr euch leider gedulden bis zur nächsten Folge. Und dann werden wir sehen, was wir hier alles finden. Ich hoffe, gutes Zeug. Ich hoffe, viel Munition. Wenn wir haben so viel verschwendet, da reicht auch eine Packung Blei nicht mehr aus. Ab zu Atmat. Boah, Leute. Ich schwitze mal wieder richtig arg. Aber diesmal hat es sich auch gelohnt, oder? Also wenn jetzt da jetzt nicht irgendwie eine richtig gute Legendary ist oder Haufen voller Munition. Ich meine, das waren gefühlt 50 Raiders inklusive ein Legendary. Wir hatten eigentlich Glück, dass daraus nur ein Legendary wurde. Aber es war geil. Ich hoffe, mehr davon. Aber ich glaube, wir sollten mal... In diesem Sinne, euer Aaron Fox. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.